Hallo und herzlich willkommen, der Club Experten Talk. An meiner Seite wie immer der Dave. Mensch, Dave, heute endlich hast du mal was Vernünftiges an und du bist der feine Bub. Richtig gut schaue ich aus, gell? Ich bin auch sehr stolz auf mich. Eingekleidet wie immer vom Modehaus Wöll, da befinden wir uns auch gerade am Ludwigsplatz in Nürnberg. Einkaufen, wohlfühlen und da gibt es am nächsten Freitag, 14.12. eine schöne Aktion. 4 Gutscheine auf 25 Euro bekommen und nur 75 Euro zahlen, also lohnt sich. Schönes Weihnachtsgeschenk, was will man mehr? Der Club Experten Talk, wie immer präsentiert von der Soccerblase in Schwabach. Ja, und Dave, wenn man mal Grund zum Strahlen hat, dann nach diesem Clubspiel. Ja, ja, kann ich nur voll bestätigen. Also ich bin auch super glücklich. Ich habe mich ja trotz einer immensen Grippe am Samstag ins Stadion geschleppt. Aber das war natürlich dann der große Lohn dafür, voll befriedigt heimfahren zu können nach einem sehr, sehr spannenden Spiel. Gerade in der zweiten Halbzeit war es mir teilweise fast zu spannend. Aber dann natürlich mit einem Abschluss durch den Vollner, also herrlich, wunderbar. Das muss man ja sagen, wir haben oft diskutiert. Oftmals hast du gesagt, Mensch, so dieses, boah, war das ein geiles Erlebnis, hat dir ein bisschen gefehlt in dieser Saison bei so manchem Heimspiel. Aber jetzt schauen wir die Bilanz aus den letzten Heimspielen an. Da hat der Club seine Punkte gemacht und endlich war auch dieses, boah, da. Ja, aus den letzten 5 Heimspielen, glaube ich, habe ich gelesen und gehört, haben wir 11 Punkte geholt, also das ist ein ganz hervorragendes Ergebnis. Und es ist nach den schwierigen Phasen, die wir in der Vorrunde da ja gehabt haben, zweifellos sehr, sehr wohltuend, sehr, sehr weihnachtlich, muss ich sagen, was jetzt am Samstag dann noch gelaufen ist. Jetzt können wir der Winterpause ganz beruhigt entgegensehen, völlig unabhängig auch von dem Ergebnis in Bremen. Wobei ich denke, dass mit der gestärkten Mannschaft, mit dem gestärkten Selbstbewusstsein durchaus in Bremen auch noch Bünkler drin ist. 19 Punkte hat der Club jetzt. Wenn man auf Hoffenheim den Relegationsplatz schaut, hat man schon 7 mehr. Auf die direkten Abstiegsplätze, ja, 11 Punkte. Das ist schon eine Menge Holz. Liegt es daran, dass die anderen so schlecht sind, dass der Club so komfortabel dasteht? Oder ist der Club so gut? Also zumindest, um den Anschluss im Mittelfeld irgendwie sich so einzunavigieren. Ja, da fällt es mir schon schwer, eine ehrliche Antwort drauf zu geben. Ich will weder zu sehr die Scharade gegen unsere Westvorstadt führen, noch unseren Club zu sehr loben, das ist meistens auch nicht besonders gut. Aber man muss sagen, man hat auch eine deutliche Steigerung gesehen im Vergleich zu den letzten Spielen. Und speziell, dass dann ein Herr Vollner am Samstag so ein hervorragendes Spiel gemacht hat, freut mich speziell auch für ihn, der ja privat sehr schwierige Wochen hinter sich gehabt hat, ganz, ganz, ganz besonders. Jetzt hat man ja immer gesagt, der Einzige in der Truppe, der richtig, richtig klasse kicken kann, der Kiyotake, war der gar nicht mit dabei und trotzdem hat die Mannschaft richtig gut Fußball gespielt. Also irgendwie beißt sich da irgendwas oder haben die anderen so schnell aufgeholt oder sind die anderen dadurch, dass er nicht dabei war, einfach nochmal einen Tick motivierter gewesen, Fußball zu spielen? Ja, möglicherweise Letzteres, aber ich denke, es zeigt eben, dass wir da nötigenfalls auch ohne unseren Japaner ein gutes Spiel hinkriegen. Und man kann natürlich schlussfolgern daraus, wenn der Kio wieder zurück ist, dann sind wir ja noch eine Stufe besser. Und wenn er vielleicht das bis zum Samstag schon in Bremen wieder ist und wir machen ein ähnliches Spiel, dann ist da alles drin und es freut mich natürlich ganz, ganz toll. Jetzt hat man in der Viererkette hinten mal was umgestellt. Chandler, den wir ja immer als klassischen Rechtsverteidiger auch gesehen haben, wir beide, auf einmal einen Tick weiter vorne und hinten dran der Vollner. Und auf einmal kommt er ins Laufen. Was ist mit ihm passiert? Ja, das war wirklich wunderbar zu beobachten. Der Chandler zeigt ja ohnehin aufsteigende Tendenz in den letzten Spielen, was mich besonders sehr freut, weil ich bin ja ein besonderer Fan von dem Timmy. Aber wie die Umstellung am Samstag, also manchmal hatte ich den Eindruck, wenn er ein bisschen weiter hinten gewesen wäre, wäre es oft einmal ein wenig sicherer gewesen. Aber dann haben wir ja da noch einen Nilsson und nötigenfalls einen Klose, die aushelfen in der Abwehr. Und ja, das hat prima funktioniert. Beide Außenverteidiger, muss ich sagen, überraschenderweise hat auch unser Pino am Samstag haben wir wieder ein richtiges Kampfspiel gezeigt. Ich hätte ihm so sehr dieses Fluchkopfballtor gewünscht, also wie kam anderen. Ja, Pinola, der Publikumsliebling schlechthin, endlich auch mal von ihm mal wieder eine nicht nur ordentliche, sondern gute Leistung. Ja, Pino hat mich am Samstag wirklich wieder überzeugt. Das macht dann froh, wenn man sagt, weil er so ein alter Stammspieler wie der Pino eben ist, dem sein Name gleich dreimal bei der Vorstellung gebrüllt wird. Und wenn der dann, naja, sagen wir mal, mäßige bis unmäßige Leistung dann bringt, dann ist man natürlich sehr enttäuscht, gerade bei Leuten wie diesem kleinen Argentinier. Aber er hat ja am Samstag gezeigt, dass er die Bissigkeit nicht nur
in persönlichen Kontakt mit anderen Spielern, sondern eben im ganzen Spiel bringen kann. Er war super, der Bino, hat mir gefallen. Die ganze Mannschaft war einfach, hat gut gepasst. Ein Vollner, würde mich mal interessieren. Du bist ja fast bei jedem Training draußen. Du sprichst ja auch mit den Leuten und siehst ja alles. Hat sich so seine Körpersprache im Training in den letzten Wochen so verändert, dass man das auch von außen gesehen hat? Ja, da brennt einer wieder, da will einer wieder. Ja, ich meine, das konnte man im Spiel dann sehen. Die letzte Trainingswoche habe ich leider Gottes verpasst, weil ich eben mit einer Erkältung mich rumplagen musste. Aber es gibt halt draußen im Training ein paar Leute, die sind eher ein bisschen introvertiert und ruhig, und da gehört auch der Herr Vollner dazu. Das ist keiner, der da großartig grand kommt und mir über den Kopf streichelt und mich begrüßt. Das sind andere, aber man sieht halt ganz deutlich an seiner Leistungssteigerung, dass er ganz offensichtlich auch selber bemüht ist, die private Misere, die er vor kurzem erleben musste durch den Tod seines Vaters, irgendwo zu überwinden. Das ist hervorragend gelungen. Und wenn das jetzt wieder dazu beiträgt, dass er besser in die Spur kommt, er ist ja Frank. Ja, und heute früh habe ich noch gelesen, er möchte gern beim Club in Rente gehen, also seine Karriere in Nürnberg beenden. Bei der Leistung überhaupt kein Thema. Er war ja immer einer, der oft durch Schwankungen in seiner Leistung aufgefallen ist. Kann im Spiel seinen Stempel aufdrücken, kann aber auch mal so untertauchen, dass man sich danach fragt, war er heute überhaupt dabei? Nur, sage ich jetzt mal von der roten Karte in Fürth abgesehen, auch davor hat er ja schon gezeigt, dass er momentan konstanter ist. Ja, Problem war möglicherweise auch, dass er ja in seinem ersten Spiel für den Club, das war das Pokalspiel gegen Bielefeld damals, gleich drei Dinger gemacht hat. Und was für welche? Und da waren wir dann schon, boah, jetzt haben wir den Heilsbringer. Und dann sind natürlich auch die Erwartungen, die an sein Spiel geknüpft waren, gleich viel höher geworden. Und dann wird es schwierig für einen Spieler. Der kann nicht immer auf dem Level spielen, was völlig klar ist. Wechselhaft würde ich jetzt nicht gerade sagen, er ist bemüht und an manchen Tagen, da geht es halt einfach nicht dazu. Das wissen wir aber nicht bloß vom Vollner, das kennen wir auch von ein paar anderen von unseren Leuten. Endlich mal wieder ein Stürmertor. Was haben wir über Pekhardt und Polder uns in dieser Saison schon diskutieren können? Schaffen sie noch den Durchbruch? Kommen sie endlich an? Werden sie endlich auch die Stürmer, die man braucht, nämlich die auch Tore schießen? Jetzt Holter die Polder, da war er da. Genau so war es. Zu mir ist der Bayern Eintrittsreporter kommen um die, kurz nach diesem 1:0 und hat mich da live interviewt für den Bayerischen Rundfunk, und das war natürlich dann genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe dann auch im Radio dann nein gesagt, also es poltert in Nürnberg, habe mich sehr, sehr gefreut. Es ist ein sehr sympathischer Bursche, der ist bemüht in jedem Spiel gewesen, er ist körperlich kräftig. Oft einmal habe ich gedacht, vielleicht hindert dann seine Bulligkeit eher daran. Aber es zeigt sich, er setzt sich immer mehr durch. Den Eindruck hast du ja sicher auch im Vergleich so die letzten Spiele. Und jetzt bleibt natürlich die Überlegung, schießt er sich jetzt wirklich warm? Was ist dann mit Wolfsburg? Weil er ist ja nicht für uns. Er ist ja der einzige Leihspieler, den wir momentan drin haben. Ja, bloß Wolfsburg hat ja letztendlich gefühlte 40 Leute in ihrem Kader, die man ja eher Spieler abbauen als Spieler aufbauen. Bei denen hast du ja auch noch einen Helmes, der die ganze Saison noch nicht gespielt hat. Also denke ich mal, sind da die Karten gar nicht so schlecht, den vielleicht auch weiterhin in Nürnberg zu halten, aber braucht man auf der Position jetzt überhaupt noch einen, weil wir ja lange gesagt haben, Pekhardt, Polder könnte knapp werden, wenn das unsere einzigen Alternativen da vorne drin sind. Aber jetzt, wo sie gezeigt haben, dass sie auch treffen können, muss man neu darüber nachdenken. Möglicherweise wird man beim Verein auf jeden Fall neu darüber nachdenken. Es kommt auf der anderen Seite ja unsere Sparpolitik entgegen, wenn wir nichts nachkaufen müssen. Und auch der Pekhardt hat nach seiner Einwechslung da einen schönen Lauf gestartet bis an die Grundlinie und dann den Ball reingeben. Leider Gottes war der Kiefer, der Torhüter von den Düsseldorfer, an dem Tag wirklich stark und hat nicht nur den Bino seinen Fluchkopfball, sondern eben auch diesen Schuss dann vereitelt. Aber ein Polder mit dieser aufsteigenden Tendenz, und dann haben wir ja Alternativen, eventuell in der U23, zumindest wäre es mal ein Versuch wert. Ein Marco Gebhardt. Auch aufsteigende Tendenz, würde ich sagen. Manchmal schwanzt er mir noch ein wenig viel, manchmal gibt er nur den Ball nicht rechtzeitig ab. Aber er ist natürlich ein versierter Techniker, er hat das Dribbeln auch drauf. Er erinnert mich gerne an Spiele, die er für 60 früher schon gemacht hat. Ein toller Bursche, auch einer der Introvertierten. Also der marschiert an dir vorbei, ohne dich eigentlich wirklich wahrzunehmen. Aber jeder Mensch ist halt anders, und wenn der Gebhardt so weitermacht, dann passt er wunderbar zu uns. Wenn man sich die Ergebnisse aus den letzten Spielen anschaut, Club eindeutig mit der Kurve nach oben, ja. Kommt da die Winterpause eventuell sogar zur falschen Zeit? Naja, wir brauchen ja bloß rausschauen vor das Fenster, dann wissen wir, was im Winter passiert, Spielabsagen wegen
zu viel Schnee auf dem Platz und wegen der Kälte für die Zuschauer ist es auch nicht so toll. Also am Samstag war es schon ganz schön kalt. Mich hat mein Jacher die über Wasser gehalten. Aber ich denke mal. Der Clubsieg hatte ich über Wasser gehalten und das schöne Spiel. Naja, für die Temperatur war, sagen wir mal, der Jacher die zuständig, für die gute Stimmung natürlich selbstverständlich der Club. Das war aber auch unter allen anderen so. Es war herrlich, wieder mal aus dem Stadion zu gehen und am Parkplatz schon singend auf die Freunde zuzulaufen. So sehen Sieger aus. Es war einfach sehr schön. Es tut verdammt gut. Und wir werden anscheinend jetzt doch noch entschädigt für diese Phasen, die wir haben überstehen müssen, die nicht ganz so schön waren. Aber mei, wir sind der Club. Und wenn es letztendlich dann so ausgeht, wie es jetzt aussieht, die Tendenz, das taucht mir, das passt, das wunderbar. Du sagst, ja klar, wir sind der Club. Aber wir sind auf Franken und da gab es auch wieder einige, die sogar nach dem Spiel rausgegangen sind und gesagt haben, naja, wir haben gegen Düsseldorf gewonnen, jetzt mal Ball flach halten. Nur ich sehe Düsseldorf als richtig starken Aufsteiger. Die haben zuvor aus 3 Spielen 7 Punkte geholt, haben in Dortmund einen Punkt geholt. Also von daher denke ich mal, Düsseldorf in der Phase so zu schlagen, ist schon mal ein Ausrufezeichen. Die haben letzte Woche noch... Fragezeichen. Die haben letzte Woche noch die Frankfurter aus dem Stadion geschossen mit 4-1, wenn ich mich da richtig erinnere. Und haben auch anfangs ein paar begeisternde Spiele gezeigt. Also Düsseldorf ist nicht einfach ein Gegner, den man so am Rande einmal mitnimmt. Und das hat sich ja gezeigt. Also in der zweiten Halbzeit, 15, 20 Minuten vor Schluss, da ist das Ganze richtig spannend geworden. Da habe ich schon ein wenig gebibbert, weil ich mir denkt, da könnte das 1-1 auch noch fallen und das wäre natürlich gar nicht schön gewesen. Aber dann zum Schluss in der 90. Minute diese Flanke vom Beckert auf den Vollner, der hat ihn da rechts geschickt und der zieht dann ab. Das war einfach hervorragend. Der krönende Abschluss des Tages.